Hallöchen und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Minecraft. Wir waren, ich weiß, das letzte Mal oben irgendwo und ich habe ein bisschen weitergemacht ohne Aufnahme, einfach so zum Spaß. Weil ich nicht wirklich was groß gemacht habe eigentlich. Ich habe nur ein bisschen Kohle abgebaut und sowas. Und ein bisschen Eisen. Und ein bisschen Diamanten. Nee, kleiner Schatz. Auf jeden Fall ein bisschen Kohle und ein bisschen Eisen. Was, glaube ich, nicht weiter stören sollte. Ich habe mir eine Diamantspitzhacke gemacht. Und ich wollte eigentlich heute ganz einfach ein bisschen Obsidian holen. Weil wir wollen ja ein bisschen weiterkommen. In der ganzen Aufnahme und in den ganzen Parts und so. Und ihr wollt ja nicht die ganze Zeit solche langweiligen Szenen sehen. Wir sollten übrigens langsam wieder neue Rüstungen machen. Auf jeden Fall. Wo sind wir denn jetzt hier? Irgendwo. Ja, hier ist gut, glaube ich. So. Ist schon gut. So. Warte mal. So. Perfekt. Perfekt, 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 die Mikt. Perfekt, der liegt. So. Und irgendwo da unten gibt's Obsidian, wie gesagt. So, perfekt. Und jetzt, wie viel Mal habe ich perfekt gesagt? In der Zeit, wo wir ein bisschen Obsidian abbauen. Wo wir? Warum wo wir? Eigentlich heißt in dir wir. Weil wo wir ist ja wo und wo ist nicht wirklich cool. Weil wo ist Ortsangabe? Egal, Frage. Scheiße, gerade. So. Wir springen ein bisschen weiter. Und zwar habe ich ein bisschen überlegt, was ihr heute sprechen könnt. Und wir sprechen halt ein bisschen über etwas ganz Cooles, was ihr heute auch seht, gerade im Moment jetzt. Denn es geht um mein Texture Pack. Und zwar wollte ich mal kurz sagen, es gibt bald gleich ein neues Update davon. Für alle, die es interessiert. Und ich habe gesehen, dass es euch eigentlich sogar interessiert. Einige von euch finden meinen Texture nicht so cool. Nicht mal so schlecht. Also nicht so cool gibt es auch. Aber es gibt einige, denen gefällt das Texture Pack. Und die haben sich auch wirklich runtergeladen. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich nicht 50 Downloads. Naja. Ansonsten. Ja, freut mich auf jeden Fall. Aber naja, bald wird es ein neues Update davon geben und darin befinden sich einfach neue Texturen. Ich werde jetzt, ich habe nämlich gerade jetzt einen neuen Zombie gemacht. Zombie, ja richtig, okay. Ich habe einen neuen Zombie gemacht und ja, was soll ich sagen, der Zombie ist ganz cool und ich kann euch noch mal zeigen, wenn ihr wollt. Ganz cool geworden, meiner Meinung nach, aber ja, mal schauen, ihr könnt es ja selbst mal sehen. Und ich zeige es ja auch euch nachher ja noch cool. Dann werde ich noch ein paar Items, wie zum Beispiel die Enderperle, endlich mal neu texturieren, also neu überhaupt texturieren. Und dann habe ich auch noch ein paar Textdateien ein bisschen editiert und alles. Und die Paintings vielleicht auch. Will ich vielleicht noch bearbeiten. Mal schauen. Also es gibt ganz vieles, was ich noch bearbeiten könnte. Und ich habe in letzter Zeit auch wirklich ein bisschen mehr Zeit und Lust, ein bisschen mehr zu texturieren, weil ich habe das seit Monaten nicht mehr gemacht. Und ich finde, man sollte das auch wirklich mal wieder machen. Komm schon, nur weil ich unter Wasser bin, Mann. Echt. Nein, oh Mann, das kann ich alles neu anfangen. Okay, alles klar. Gut, auf jeden Fall. Wollte ich mal gesagt haben, bald gibt es ein neues Update, für die, die es interessiert. Übrigens, ja, ihr könnt mein Texture Pack natürlich runterladen. Ist eigentlich ganz leicht, ihr könnt einfach in die Beschreibung gehen. Und da ist irgendwo ein Link dazu und da steht eigentlich für mich einfach mein Texture Pack oder sowas. Also nicht oder sowas, sondern einfach mein Texture Pack, wahrscheinlich. Ich glaube, es steht mein Texture Pack, ansonsten steht irgendwas Ähnliches. Wo ist mein Wasser hin? Hä? Da ist doch immer noch mein Wasser. Oh Gott, was passiert denn hier? So, jetzt habe ich's. Okay. Gut, dann stecke ich es hier rein. Hier ist sowieso Lava. Ich höre es, ja.
Genau. Auf jeden Fall, für die, die das interessiert, ja, es kommt gleich ein neues Update. Und da werden einfach ein paar, ja, vor allem Items wahrscheinlich texturiert. Ich kann euch die Zombies noch zeigen. Sind meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Sind nicht mal diese seltsamen Zombies, also Zeros Zombies, der alten Version irgendwas. Das Mittel, yes, kacken, scheißen, Jahrhunderts und so. Mittelalter ist und so. Nein, aber ja, ihr könnt es gerne mal anschauen nachher. Ich zeige es euch noch. Wenn wir irgendwelche Zombies antreffen werden, zeige ich es euch. Ansonsten halt nicht. Aber ich glaube, wir werden noch in diesem Let's Play irgendwann noch die Zombies sehen. Fuck. Hä? Beim 18 Obsidian. Das geht ja ziemlich schnell sogar. Oh mein Gott. Cool. Und wir brauchen ein bisschen mehr. Ich glaube, wir brauchen so... Was schätzen wir mal? Vielleicht 30. Einfach mal, um es zu haben. 30 sollten vielleicht reichen fürs Erste. Hier ist... Gut. Ich wusste schon, dass da Lava ist. So. Und, naja, ansonsten... Was soll ich sonst noch sagen? Ja, ich hoffe, euch gefällt das Texture Pack immerhin noch ein bisschen. Und es freut mich eigentlich, dass es wirklich ein paar gibt, die sich dafür interessieren sogar. Und naja, übrigens, ich habe ja ein neues Avatarbild auf YouTube, also Profilbild. Avatar sage ich eigentlich sehr, sehr, sehr selten. Und naja, Profilbild habe ich neu. Und könnt ihr euch gerne ansehen, wahrscheinlich seht ihr es gerade unter dem Video, ist irgendwo mein Profilbild für die, die es noch nicht gesehen haben. Ja, ansonsten kann ich euch noch sagen, ich bin letztens auch ein bisschen mehr in Minecraft, also spiele ein bisschen mehr Minecraft. Das heißt, nächste Woche wahrscheinlich am Dienstag oder diese Woche, wahrscheinlich wann das Video kommen wird, dann gibt es dann irgendwo eine Servervorstellung, da würde ich mal gerne vielleicht mit euch ein paar... von euch vielleicht spielen, wenn ihr wollt. Also, und naja, dafür braucht ihr eigentlich einfach Skype vielleicht. Ansonsten können wir es auch mit Minecraft selbst machen. Müsst ihr einfach mal selbst wissen. Naja, auf jeden Fall Skype und Steam findet ihr, glaube ich, auch in der Beschreibung. Vielleicht mal schauen, wo ich es schon verlinkt habe. Ich werde es wahrscheinlich heute noch verlinken. Das heißt, ihr findet es wahrscheinlich so oder so in der Beschreibung. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich da ein. Ich werde eigentlich fast jeden voll mies und so. Rassistisch und so, keine Ahnung. Nee. Aber naja, ich werde eigentlich jeden adden. Also wenn ihr mich adden wollt, dann ja, nehme ich euch an. Ihr müsst nämlich einfach adden. Und dann, naja. Aber ihr müsst auch bedenken, vor allem bei Skype, noch was, bevor ihr mich bei Steam hättet, es ist mir letztens aufgefallen, es schreiben mir immer mehr Leute, ob ich irgendwelche Steam-Keys habe und das nervt mich so langsam. Also ich würde mal gerne sagen, also könnt ihr mal bitte damit aufhören, ich habe keine Steam-Keys für euch. Ich gebe es euch vorher noch nicht. Ich meine, wenn ihr euch ein Spiel kaufen wollt, dann könnt ihr das auch selbst machen. Also ich meine, kauft euch eine Paysafe-Karte oder sowas. Was ist das Problem dabei? Kauft euch einfach eine Paysafe-Karte und dann habt ihr das Spiel. Für 10 Euro oder sowas, keine Ahnung. Könnt ihr auch für mehr kaufen. Aber auf jeden Fall kauft euch einfach das Spiel. Das ist viel leichter. Statt 20.000 andere zu fragen, ob sie den Key hätten. Ich meine, ich glaube schon, dass wenigstens ein paar von euch 10, 20 Euro irgendwo mal haben, irgendwann im Jahr. Und also ich glaube schon, dass so 10 Euro im Monat schon mindestens. Ansonsten mal schauen. Ansonsten sagt es euren Eltern, ob sie euch irgendwas ein bisschen geben oder so, keine Ahnung. Also ich bin das beste Beispiel dafür, dass für die keinen normal einfach nicht Geld bekommen, also nicht einfach von selbst Geld bekommen, also müsst mir nicht sagen, wie das Ganze funktioniert, dass
oh, ich bekomme kein Geld, bla bla bla. Also ich bekomme selbst nie Geld. Also wenn ich irgendwie speziell irgendwie arbeite oder sowas, also in der Familie auch, oder wenn irgendwie so ein Besucher da ist, dann bekomme ich ein bisschen Geld oder so. Aber ansonsten eigentlich fast nie, da muss ich eigentlich meistens selbst irgendwie sogar fragen, so ob ich mal ein bisschen Geld haben darf. Und naja, also müsst ihr mir nicht sagen, wie das Ganze funktioniert mit, oh nee, ich bekomme da gar kein Geld und sowas. Wir haben schon 40 Obsidian, das ist cool. Wir können eigentlich wieder raufgehen. Solange wir den Weg wieder rauf finden. Oh, ich kann eigentlich gar nicht mehr richtig schwatten heute. Ich bin ein bisschen müde gerade. Ich habe nur 3-4 Stunden geschlafen. Das ist ein bisschen wenig. Für mich, ich brauche meinen Schönheitsschlaf, auch wenn ich voll potthässlich bin. Nee. Naja. Vielleicht könnt ihr mich beurteilen, wie hässlich ich bin oder wie schön ich bin, wie geil und sexy ich bin, wenn ich mal irgendwann, vielleicht irgendwann wirklich mal ein Facecam-Dings, Real-Life-Scheißdreck machen werde, was ich wahrscheinlich eher nicht machen werde, so bald. Ich werde es vielleicht so, auch wenn ich nicht wirklich glaube, dass ich die erreiche, so 10.000 oder so Abonnenten-Special. Keine Ahnung, mal schauen, ich weiß es nicht. Oder einfach irgendwann später. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Wenn ihr meine Fresse sehen wollt, dann selbst schuld. Naja. Mal schauen. Ansonsten. Mal schauen. Ich muss eigentlich auch schauen, wie lange ich noch das mit den Let's Playen mache, weil ich will nicht sagen, ich breche das wirklich ab. Ich will es nicht abbrechen. Nein. Auf keinen Fall. Das ist mein Lieblingshobby und das ist das beste Hobby, das ich je hatte überhaupt. Und ich finde es einfach hammergeil, vor allem mit der Community, die ich bekomme, langsam. Und ich finde es einfach sehr cool mit euch und freut mich jedes Mal, ein neues Video für euch zu machen und dann auch mit euch ein bisschen diskutieren in den Kommentaren. Das ist einfach, ich finde es hammer. Und naja, mal schauen, wie lange ich das noch machen werde, wegen der Schule und so. Was ich wünschenswert fände, ist einfach, dass ich einfach weitermache, bis ich sogar noch erwachsen bin und so. Also bis ich so 20 bin oder weiß nicht was. Also ich will auf jeden Fall noch weitermachen. Aber es kann sein, dass ich irgendwann einfach zu viel habe. Und dann werde ich vielleicht aufhören mit dem Let's Playen. Oder vielleicht auf jeden Fall auch vielleicht mit dem regelmäßigen Let's Playen oder überhaupt mit dem Let's Playen, sondern vielleicht mache ich irgendwie, ja, keine Ahnung, vielleicht mache ich irgendwie mal ein neues Projekt oder so, dass ich irgendwie in einer Woche einmal oder so hochlade. Also, versteht ihr, was ich meine? Ich glaube nicht, aber egal. Ja, mal schauen. Mal schauen, was mir die Zukunft bringt. Ich hoffe einfach, ich kann noch weitermachen mit Let's Plays und so. Weil ich finde es einfach Hammer. Ich finde es cool. Es ist wirklich, es macht so viel Spaß. Und naja, schauen. Also ich will gar nicht dran denken, dass ich irgendwann aufhören werde mit Let's Playen, weil ich finde es total cool mit euch. Naja. Auf jeden Fall war es das dann auch mit diesem Part. Ich hoffe, es ist nicht zu dramatisch geworden mit diesen letzten paar Worten. Es wird auf mich auf jeden Fall noch ein paar Tage, mindestens ein paar Tage. Naja, ich will es nicht unter- oder übertreiben. Naja, nee, also es wird mich schon ein paar Monate noch weiterhin geben, wahrscheinlich. Und ein paar Wochen. Also, wenn nichts passiert oder so, dann wird es mich schon ein paar Monate, Jahre geben. Ansonsten, mal schauen. Ich hoffe einfach, dass ich noch möglichst lange auf YouTube bleibe. Und dann soll ich sagen, wenn es euch gefallen hat, bitte lasst doch eine Bewertung da und kommentiert das Video. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann kommt doch auch in meine liebe Community mit rein und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich auch abonnieren. Naja, wäre cool, würde mich freuen.
Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dann. Ciao, Leute.